So, dann reden wir mal mit dem Captain. Habt ihr eure 7 Sachen zusammen? Herr Ardo möchte baldigst zur Zollfeste aufbrechen. Ja, wir sind eigentlich bereit. Ich bin bereit, wir können los. Sicher? Wir werden Nadoret bestimmt so schnell nicht wiedersehen. Ja, ich bin mir sicher, ich habe alles. Sehr wohl. Leute, klar Deck zum Ablegen. Gut. Captain, kennt ihr eigentlich die Insel des Vergessens? Ein gewisser Bruder Emmeran hat mich eingeladen, ihn dort zum Besuchen zu kommen. Halt, Moment mal. Der Gesandte des Flussvaters hat euch auf seine Insel eingeladen? Wie kam es dazu? Na, in erster Linie würde ich meinen, weil wir beide Gionen sind, aber ich glaube, das hat auch einen weiteren Hintergrund. Er sprach mich bei meiner Ankunft in Nadoret an und nannte mich Wahrer von Hoffnung und Macht und Angelpunkt im Gefüge des Lebens. Tatsächlich? Wenn dem so ist, dann sollten wir sofort hinfahren. Gut. Jetzt geht das Theater mit dem Flussvater wieder los, Salm. Statt mal an unsere Penunsen zu denken. Mit Verlaub. Wir wollen aber dringend zur Zollfeste. Ja, kann das nicht ein paar Minuten warten? Meine Talaria wurde bisher nicht ohne Grund von den Piratenüberfällen verschont. Den Segen des Flussvaters gerade jetzt aufs Spiel zu setzen, wäre mehr als leichtsinnig. Da haben wir mal wieder den Beweis über den Einfluss der Götter im Aventurien. Auch wenn der Flussvater jetzt keiner der 12 ist, ist er wahrscheinlich auch ein mächtiger Gott. Wenn er dieses Schiff zum Beispiel vor den Piratenüberfällen beschützt. Wenn diese Insel keinen großen Umweg bedeutet, dann soll es mir recht sein, Kapitän. Ja, Ardo ist in dem Fall mal vernünftig. Laut meiner Karte kommen wir sowieso dran vorbei. Gut, vielleicht kann uns dieser Emmeran sogar behilflich sein, bezüglich unserer Suche nach den Piraten. Fahren wir, Kapitän. Also wenn er ein Gesandter des Flussvaters ist, dann wird er eigentlich Auge und Ohren dafür haben, was auf dem großen Fluss so vor sich geht. Segel hissen und Leinen los, Männer! Es geht flussabwärts! Okay. Was Zwerge mit Bäumen und Eichhörnchen zu tun haben sollen, war mir ja schon immer ein Rätsel. Nun aber noch ein Zwerg, der sich mit Gewässer abgibt und sich dabei wohlfühlt. Da war mir doch schon etwas mulmig zumute, als wir in Bruder Emmerans Wasserhöhle einfuhren. Das Erste, damit will er wahrscheinlich auf uns ansprechen, also Zwerge mit Bäumen und Eichhörnchen. Und das mit dem Wasser, ja. Zwerge waschen sich halt ungern. Ich glaube, also sogar wenn man sich Bruder Emmeran ansieht, was der für Muscheln in seinem Bart kleben hat, wäscht selbst er sich ungern. Aber gut, Vorgrim ist Vorgrim. Böse sein können wir ihm nicht. Ah, das sieht hier wieder so schön aus. Ich mag einfach das Landschaftsdesign von Drakensang. Und da kommt doch schon Bruder Emmeran. Seid gegrüßt. Im Namen des Flussvaters heiße ich euch auf der Insel des Vergessens willkommen. Was ich irgendwie ein bisschen lustig finde, obwohl wir eigentlich auch ein Zwerg sind, der ungefähr so groß sein sollte wie er, gucken wir auf ihn herab. Naja, da haben sie beim Spiel halt nicht so wirklich drauf geachtet von den Größenverhältnissen. So habt ihr denn zu mir gefunden, wie ich es von euch erbeten hatte. Es freut mich, euch wiederzusehen. Na, die Freude ist ganz meinerseits, weil ich auch die Hoffnung habe, dass du uns noch mehr beibringen kannst. Seid gegrüßt, ich freue mich ebenfalls, euch wiederzusehen. Und wie ich sehe, kommt ihr nicht allein. Nein, ich habe Freunde mitgebracht. Ich hoffe mal, dass es Freunde sind. Ja, dies hier ist Ardo mit seinen Gefährten Vorgrim und Quano. Kapitän Diebach und seine Mannschaft sollte wir aber schon kennen. Es ist mir eine Ehre, euch zu treffen, Bruder Emmeran. Nachdem wir von euch gehört haben, war es uns ein Wunsch, euch selbst kennenzulernen. Ardos Wunsch sicherlich. Bei Vorgrim bin ich mir nicht so sicher. Diesen Wunsch will ich euch gerne erfüllen. Warum kommt ihr nicht für einen Augenblick von eurem Schiff herunter? Ich möchte euch ein wenig
von diesem Ort erzählen. Ja, jetzt kommt die Ruinenführung. Vor Grimquano, bleibt an Bord und passt auf das Schiff auf. Ich will hier mit euch keinen Ärger haben. Da ist er definitiv vernünftig. Die beiden würden sich sicherlich auch hier in den Ruinen an die Gurgel gehen. Aber Ardo, ich... Da will Vorgrim schon widersprechen. Keine Widerrede. Ja. Hab Dank für eure freundliche Einladung, werter Gesandter. Ich bin sehr gespannt darauf, mehr über diesen Ort zu erfahren. Ganz weit. Ich verspreche, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Die Geschichte dieses Ortes ist in der Tat bemerkenswert. Wenn auch nicht frei von Düsternis. Ich habe jetzt in den Genmodus geschaut. Wie ihr sicherlich schon erkannt habt, war dies einst ein Tempel Ether. Vor vielen hundert Jahren ließ eine heftige Schneeschmelze die Zuflüsse und Quellen des großen Flusses anschwellen. Ganze Landstriche versanken damals in die Flut. Ihr sprecht sicher von der großen Flut im Jahre 13 vor Vosparans Fall. Ganz recht. Auch dieser Ort fiel dem Wasser damals zum Opfer. Der Zorn des Flussvaters machte auch vor Efferts Tempel nicht halt. In ihrem Streit sind selbst die Götter oft erbarmungslos. Die Flut war eine Folge des Streits zwischen Effert und dem Flussvater, sagt ihr? Nun möge uns so etwas zukünftig erspart bleiben. Es muss eine furchtbare Katastrophe gewesen sein. Ja, viele der Geweihten erwarten an diesem Tage in Borons Halle. Wenn Effert ihnen nicht doch gnädigen Einlass in sein Reich gewährt haben sollte. Nun, seitdem lag der Tempel verlassen. Der Frieden dieses Ortes blieb unangetastet. So schien es. Oh! Und hier haben wir meine bescheidene Behausung. Nun, sieht durchaus gemütlich aus. Was meintet ihr damit, als ihr sagtet, der Frieden dieses Ortes sei nur scheinbar ungestört? Die Schatten in diesen Mauern bewegen sich. Er durchstreift nun die Tiefen dieses Tempels. Erfüllt von nichts als Finsternis und Bosheit, wartet er im Dunkeln. Was meint ihr damit, mein Freund? Was befindet sich dort unten? Was sich dort befindet? Wut und Zorn und Hass und Enttäuschung. Bereit, über alles herzufallen, was seinen Weg kreuzt. Er ist schon so lange dort. Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz. Von wem sprecht ihr, Gesandter? Was? Verzeiht, Ardo. Ich bin mit meinen Gedanken abgeschweift. Wenn man so abgeschieden lebt wie ich, neigt man zu Selbstgesprächen. Entschuldigt meine Unhöflichkeit. So, dies ist der Tempeleingang. Doch er ist nun schon seit vielen Götterläufen unpassierbar. Effert selbst, so sagt man, habe ihn versiegelt. Nun, das war in der Tat eine interessante Geschichte. Hab Dank, Gesandter. Ich habe leider nicht mehr viel Zeit, denn wir müssen bald weiterreisen. Ich sagte doch, dass ihr nicht enttäuscht sein würdet. Und was eure Weiterreise betrifft, die Talaria wird euch sicher tragen. Zu eurem Unheil und eurer Erlösung. Ihr werdet sehen. Womit kann euch der Gesandte dienen? Erst einmal gucken wir, was er uns beibringen kann. Da sind wir eigentlich neugierig. Weil er beherrscht ja eigentlich als Geode alle Geodenrituale. Wie lange hebt das? Wirkungsdauer 10 plus Modifikator mal ZFP Sekunden. Das ist interessant. Das hier ist noch interessanter. Was kostet das zu lernen? Ja, das könnten wir lernen mit 5 Steigerungspunkten.
Das Kindere. Oh ja, den hier. Kombinator Kugelblitz. Das war der Zauber, den Kaltenstein benutzt hat, um Jakon zu töten. Eigentlich ist er ziemlich teuer, aber er macht doch verdammt viel Schaden. Deswegen ist er vor allem gut gegen Bosskämpfen. Deswegen erlerne ich den auch mal. Und genauso will ich Sumus Leib erlernen. Weil das ist auch ein ziemlich starker Zauber. Leider verursacht er bei mir Wunden. Ich werde ihn also nicht zu oft, sondern hauptsächlich gegen stärkere Gegner wie Ogre oder so einsetzen. Und vor allem jetzt nicht am Anfang, solange ich ihn nicht hoch genug gesteigert habe. So, Schutz der Erde brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das ist Leib des Erzes. Das wäre eigentlich für den Fall, dass ich dass mein Geode Nahkämpfer geblieben wäre, nützlich gewesen. So eine Art Schutzschild für den Nahkampf. Aber den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Deswegen lassen wir das mal. Gehen kurz in die Zauberdinger. Ich merke gerade, ich habe zu viele Zauber hier unten, als dass ich alles hier benutzen kann. Deswegen mache ich mal den Einbeersaft hier raus und arrangiere mal schnell die Zauberleiste neu. Also als erstes Fulminictus, dann den Kugelblitz, Kraft der Erde, Sumus Leib, Blitzdichtfind und Plurumbarum, und ganz hinten Fernkampf, gezielter Schuss. Obwohl ich wahrscheinlich irgendwann den Plurumbarum oder den Blitzdichtfind weglassen werde. Oder vielleicht sogar Kraft der Erde. So irgendwie funktioniert der Angriffszauber nicht so gut, wie ich es gerne hätte. Aber lassen wir das jetzt mal so. Womit kann euch der Gesandte dienen? Jetzt fragen wir mal über die Andeutungen aus. Ihr macht in Nahdreh diese Andeutung über mein künftiges Schicksal. Wolltet ihr deshalb, dass ich euch aufsuche? Ja, der Flussvater ließ mich in einer Vision euer Gesicht sehen. Ihr werdet in den Geschicken des Flusses eine Rolle spielen. Das ist gewiss. Gebt mir eure Hand. Ja, die Bilder werden nun deutlicher. Eine dunkle Höhle. Angefüllt mit fauligem Wasser. Tentakel, die nach euch greifen. Seid auf der Hut vor dem Tod, der unter euren Füßen lauert. Das ist schon wieder eine Andeutung auf irgendein Seemonster, das mit den Tentakeln, beziehungsweise auf einen Oktopus, auf einen Riesenoktopus oder einen Kraken. Was meint ihr damit? Was hat das zu bedeuten? Verzeiht, doch mehr kann und darf ich euch nicht erzählen. Und letztlich werden eure Taten euer Schicksal bestimmen. Ich werde euer Tun jedoch verfolgen und mit dem Flussvater Zwiesprache halten. Das ist sehr nett von euch. Wenn wir den Segen des Flussvaters haben, fühle ich mich schon ein bisschen sicherer. Jedenfalls, solange ich auf dem Fluss unterwegs bin. Doch eine Warnung will ich euch noch mit auf den Weg geben. Seid vorsichtig, wenn ihr zur Zollfeste gelangt. Es ist ein Ort der Leiden und der Angst, auch wenn es nicht so scheinen mag. Das wiederum beunruhigt uns, aber wir werden gut auf uns aufpassen. Wie kommt ihr darauf, dass wir dorthin wollen? Jetzt hat Ardo was angesprochen. Es ist euch so bestimmt. Ihr mögt auf den Wassern des großen Flusses den Kurs befehlen, Ardo. Doch der Fluss der Zeit folgt seinem eigenen Willen. Aber wenn ihr es gefunden habt, bringt es zu mir.
Ja, wenn wir was gefunden haben, erfahren wir leider erst in der nächsten Folge, weil ich hier wieder einen Cut machen muss. Bis gleich.